Wir bleiben in Bewegung, bleiben locker, bleiben lässig. Ja. Der Kontrolleur wird durchgehen wegen der Tickets. Wir sagen, wir sind unterwegs zur Toilette. Zur Toilette. Er geht bis zum Zugende und dann wieder nach vorne auf der Suche nach Schwarzfahrern. Sind wir die Schwarzfahrer? Ja. Bis er wieder vorne ist, ist der Zug schon am Bahnhof und wir haben es geschafft. Das ist doch bescheuert. Die Tickets kosten vielleicht so um die 12 Dollar. Ist eine Prinzipsache. Wir sollten in Polen umsonst fahren dürfen. Das ist unser Land. Nein, es war mal unser Land. Sie haben uns rausgeschmissen, weil sie uns für minderwertig hielten. Leute, Scheiße, du bist ganz rot. Ja klar, weil du mir voll eine verpasst hast. Sieht nach einem ziemlich kleinen Film aus, könnte aber fein sein, weil allein die Konstellation aus Kieran Culkin und Jesse Eisenberg nicht uninteressant ist. Und gerade bei Kieran Culkin bekomme ich sofort Succession-Vibes, wo er einfach großartig ist in der Serie. Und hier ein Fox Searchlight-Titel, den wir zugrunde gelegt haben bei A Real Pain, den uns dementsprechend Disney ab dem 16. Januar in die deutschen Kinos bringt, versucht man wahrscheinlich ein bisschen Richtung Awards-Season damit zu schauen. Also zu gucken, ob dieser Film was bei den Oscars reißen könnte. Und Jesse Eisenberg inszeniert diesen Film hier selbst, hat auch das Drehbuch geschrieben und ist anscheinend eine sehr skurrile Roadtrip-Geschichte zwischen zwei Cousins namens David und Benji, die beide durch Polen reisen, wollen dabei ihre Großmutter eigentlich ehren, aber aufgrund der gemeinsamen Familiengeschichte geraten die auch immer wieder aneinander. Und da mag ich schon am Anfang diese kurze kleine Szene, in der quasi bei diesen Vibes klar wird, wenn man durch den Zug läuft und versucht gratis zu fahren, wenn man auch das Recht dazu habe, weil Polen das eigene Land sei und wie konträr die Meinungen sind auf der einen Seite und dann diese gesamten Aneinanderreihungen von verschiedensten Bildern und kurzen Eindrücken, dass ich mir sage, ja, ich krieg nicht zu viel gezeigt, B, es ist ja nur eine Minute lang, soll im Grunde Lust darauf machen. Und diese beiden zusammen haben eine echt spannende Energie. Also kurzum, ich glaube, A Real Pain könnte ein sehr kleiner, aber sehr feiner Film sein. Ich mag den Look an dieser Stelle und die Energie der beiden. Und wenn ich Kieran Culkin mir diesen Succession-Vibe reinhole und auf den Jesse Eisenberg treffen lasse, kann in so einem 90-Minuten, denn länger ist dieser Film dann nicht, durchaus was entstehen. Schauen wir also mal, was A Real Pain kann. Bis Januar für so einen kleinen Film jetzt schon Teaser zu zeigen, ist natürlich schon ganz schön weit vorne weg. Aber ich bin interessiert. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.